Hallo allerseits, LP Vampir und willkommen zu Part 27 vom Hyper Dimension Neptunia Let's Play. Im vorigen Part sind wir von Last Station nach Louis gewechselt, weil es gab nichts mehr zu tun. Also diesen Level 30 Dungeon. Da wo wir ja so ein bisschen fertig gemacht wurden, aber nur ein kleines bisschen. Ja. Und im letzten Part gab es auch noch zum Schluss, als krönenden Abschluss wirklich, oder sollte ich sagen, als göttlichen Abschluss gab es noch einen CPU-Bosskampf gegen Whiteheart. Und wir haben sie dominiert. Ja. Wer es gedacht? Und wir haben auch als Drop auch ein sogenanntes Energy Bangle bekommen. Wobei ich das aber, ich glaube, das Ding ist nicht so stark wie das Purple Bracelet. Aber schauen wir mal. Energy, Energy. Achso, das ist so ein Ding. Ah, okay, okay. Plus 500 HP. Nee, brauchen wir nicht. Die Verteidigung ist, glaube ich, doch gerade ein bisschen wichtiger. Vor allem dann noch gegen spätere, stärkere Monster. Nee, das können wir nicht machen. Das haben wir, glaube ich, schon mal gemacht. Das geht nicht. Nee, das haben wir auch schon gemacht. Das haben wir, glaube ich, auch gemacht. Echt jetzt? Wir können nichts machen? Als ob? Was ist das? Also Burn Hazard können wir nicht machen. Ancient Metal. Auch nicht, oder? Ich bin gerade. Okay, also. Nee, das geht nicht. Ach, das haben wir noch nicht gemacht. Oh, okay, okay. Dann haben wir doch etwas. Okay. Ancient Metal soll es sein. Danach geht's wohl mit der Hauptstory weiter, so wie es aussieht. Ja. Okay. Gut zu wissen. Ancient Metal, okay. Das sieht für mich nach einer indirekten Boss-Conquest aus. Okay, auf geht's. Mir gefällt immer noch diese 1% bei Adam nicht. Und hier verschwindet es dann wieder. Interesting. Muss man dann später einen Dungeon raussuchen, wo das, wo die Shells für Ada verschwinden. Aber erstmal das da. Ja. Auf geht's. Da ist wieder dieses Kackviech. Yes, erwischt. Alter. Diese Viecher, ey. Scheiß Insekten. Ah, das Dungeon Layout hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Nee. Okay. I hope we'll find something nice. Level 7 Dungeon und wir sind schon fast 20 Level darüber. Ja, ich denke, wir werden das ziemlich schnell rasieren. Ready for a battle? Selbst wenn wir alles erkunden. I can do this alone. Yeah. No big surprise. Ich denke, es wird keinen Unterschied machen, oder? Nee, wird's nicht. Eis. Eis, Eis, Baby. Weil wir es können. Eis, Eis. Na, was haben wir denn da? Concord? Yep. Eis, Baby. Jetzt habe ich einen Ohrwurm. Schon wieder so ein kleines bisschen, weißt? Es fällt immer so ein kleines bisschen. Wir haben es inzwischen begriffen, Spiel. Wir wissen, wie sich Bettler-Ding fühlt. Ja. Hat sich schon wieder genießt? Weißt du doch, ich sag nur dieses Level 30 Dungeon, Invasion. Und hast du schon wieder die Ding das verdrängt? Hey, Ifi. Schon wieder verdrängt, du? Soll ich dich wieder dran erinnern?
treasure. Okay, ich gehe mal davon aus, eins wird nicht ausreichen. Vor allem bei diesem Komplex. Da müssen wir wahrscheinlich noch ein zweites Mal den Support anrufen, aber mal schauen, würde ich sagen. Mal schauen. I hope we'll find something nice. Ja, das sieht, glaube ich, cool aus. Mal schauen. Wahrscheinlich gibt es da auch nichts Besonderes. Und selbst wenn es dort ein verstecktes Item gibt, wahrscheinlich nichts Ding wirklich Gutes, was Rache wäre. I wonder what kind of items are here. Okay, nee, hier nicht. Okay, okay. Hier haben wir auch nichts. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Gut zu wissen. Schön abkürzen. In Gran Turismo 4 gäbe es dafür Strafen, aber hier kann man es machen. Okay, jetzt halt die Frage, wo ist dieser Boss? Wenn es hier einen Boss gibt, bitte keine Item-Sammel-Quest mit Zufallskämpfen, bitte nicht. I wonder what kind of items are here. Waste our time here too much. Lohnt sich nicht mal HDD. Oh super, ein Yeti. Ihr habt keine neuen Monster, so wie es aussieht. Wir sind so OP für das Dungeon. Aber nur ein bisschen. Nur ein kleines bisschen. Noch lange nicht. Wie gesagt, Level 99 ist das maximale Potenzial, wenn man dieses jetzt nicht dazu zählt, wo es bis 999 geht. Wer hat so viel Zeit? Also ich auf jeden Fall nicht. Jetzt bin ich mal gespannt. Wo ist hier jetzt die Truhe? I wonder what kind of items are here. Was natürlich auch sein kann, ist, dass das Ding eventuell in einer Truhe drin ist. Das kann natürlich auch sein. Was ich aber natürlich nicht hoffe, weil ich habe ja noch nicht das ganze Dungeon erkundet. Deswegen. Nix. Schade. Okay, hier. I wonder what kind of items are here. Bitte lass nicht das Item drin sein. Bitte nicht. I found something. Gut zu wissen. This is awesome. Did I do well? You proud? Yes. Ich schaue doch mal kurz, ob ich etwas Wichtiges verpasst habe. Wenn nicht, dann kann man es so stehen lassen, würde ich sagen. So, das war in dem Fall Ancient Medal. Antike Medaille. Nö, sonst gab es nichts, so wie es aussieht. Gut, es gab noch einen kleinen Respawn-Punkt, aber wäre nur 1300 XP gewesen. Also, vernachlässigbar eigentlich. Okay,
Es gibt nichts mehr zu tun, so wie es aussieht. Dann. Ja, okay, noch Hyper Radio. Dann geht's weiter mit der Story. Versteht man eigentlich das PB und 5PB? Das ist wirklich eine gute Frage. Schlüsselfragment gefunden. Das finde ich auch ein bisschen krass. Aber mal schauen, was uns jetzt dort erwartet. In dieser Folge von Dragon Ball Z. I apologize, but our goddess is not seeing guests today. Warum wohl? Weil sie vielleicht ein bisschen aufs Maul gekriegt hat? So richtig Peng voll in die Fresse? Keine Sorge, sie ist mehrere Millionen Jahre alt. Sie ist legal. Upset about last time? Can't you do anything, Miss Chamberlain? I have no way to change our goddess's demands. Please leave. We won't take no for an answer. Am I right, guys? Neph, she can't help. Let's go for now. I already thought up another plan in case this happened. Na super, Plan B. Da bin ich mal gespannt, was sie als Alternative ausgedacht hat. Interesting. Im Mario-Land. There's something I haven't told you two. I actually belong to the guild. Oh! Was ein Plot-Twist! Oh! Hätte man sich eigentlich aber schon denken können. Ne? Mit ihren Verknüpfungen und Co. Ja, jetzt haben wir es nochmal offiziell. Gut zu wissen. The guild? I've learned a little about it. They're the people who don't worship the goddess of the land they're born on. Ja. Wenn das dann nicht dann Ketzer, so gesehen. So, they don't believe in the goddess's power? We're so-called heretics. Like, if someone born on Louis worshipped Lady Greenheart instead of Lady Whiteheart. Oh. Tatsache, die sind so gesehen Ketzer. Oh. Gut zu wissen. So, who do you believe in? Tell me. Jetzt kommt's. Nope, I can't tell that to anyone. Not even you. Wenn ich mich noch an die anderen Spiele erinnere, ich glaube, es war Greenheart, beziehungsweise Bird. Ich bin mir gerade nicht sicher. Vielleicht finden wir es noch später heraus. Back to the topic then. The heretics gathered together and established the guild. It's the same on every planet, but people look down on guild members. They're branded as heretics after all. Oh nein, wie schlimm. Heutzutage wäre das komplett fein, weil ja, wir sind halt nicht mehr so religiös wie damals. Das finde ich aber auch besser so. So, where are these guild members? Do they travel the world like you, Iffy? One of the answers to that is here on Louis. Interesting. You know how there's a basilicom in each Louis city, right? They govern the local area? Yes. I remember. It's a bit different from other lands where there's only one. Does it have something to do with the guild? Hold on. I've got a helper today. We can talk after she arrives. She's involved too. Oh, is he? Hello. We meet again. I'm Financiere, Lady Whiteheart's Chamberlain. What? Okay, da muss ich gestehen, das habe ich nicht mehr gewusst von der Story. Oh, das ist sehr interessant.
Vor allem, da sie ja... ja, quasi die rechte Hand eigentlich von Whiteheart ist oder von Blood, wenn man so sieht. Huh, interesting. Inside Contact. Insider. I would have never guessed IF was also a guild member. Habe ich auch nicht erwartet, dass du eine, ja, dass du ein Mitglied der Gilde bist. Das gilt nicht. JK. She's your helper? Why? She's a guild member too, but she's taking care of Louise's CPU, right? This is whack. Nennt sich, ja, Undercover-Arbeit. Need for Adrenaline, so nach dem Motto. Yes, I'm a member as well. I don't worship Lady Whiteheart. Work is work. My beliefs are my beliefs. Genau. If you want to be rich, work, bitch. But I'm sure I'll be thrown out as soon as this is public knowledge. Yeah. It sounds tough, being a heretic. Please go on. How are the towns of Louis and the Guild related? The Guild's hideout, subtly titled Guild City, is among Louis' cities. Subtil. Sehr subtil. About 10 years ago, there was an oppressive movement against heretics in Leanbox, leading to a major purge. Ooh. Most members barely made it to Louis safe. That's supposedly how the guild started. Hmm. So now what are the heretics doing here in Louis? This is gonna lead to another Leanbox. Those who escaped to Louis were temporarily taken into custody as heretics at Entremet, the central basilicon. Then, they decided to create a city for the heretics run by heretics. That is Guild City. Hmm. Keine schlechte Idee. Their basilicon is run by the guild, and their members are the city's residents. The whole city belongs to the guild. Hmm. Da haben wir ziemlich gute Karten, weil ja IF ja auch ein Mitglied davon ist, genauso wie Financier. Hm. Das sieht ziemlich gut aus, ja. Story short, this spot's part of Guild City, yeah? It's not really different looking from other places. We wouldn't want to make it seem obvious. There's still more to the story. We want to see the CPU! Miss Chamberlain is our helper, right? How can we get into Entremet? Meh, keine Ahnung. Don't you have special Chamberlain privileges? I bet you they'll let us in if we're buddied up with you. A Chamberlain doesn't have much power. If I tried to let someone in without permission, somebody else will stop me. Der Türsteher. Back to what I was saying. The heretics in the Basilicon will be thrown out once they're found. Hmm. But depending on the situation, additional punishments may apply. Ooh. The Leanbox purge is not an unrelated matter. Uh-oh. Diese nix gut. On that note, each Louis Basilicon is connected to Entremet via secret underground pathways. Ooh, das ist sehr gut, sehr gut. Underground tunnels for Basilicon heretics to use as a means of escape. Financier can take us there so we can enter Entremet. Nice, nice. Mission Impossible, Nap Edition. I see now. It makes sense. Let's head to that underground tunnel place. That's our best chance to see the goddess. Mhm. Okay, sieht wahrscheinlich nach einer weiteren... Na ja. Na, was haben wir da? Wieder ein Blog-Eintrag von Whiteheart. Beziehungsweise LeBlanc. Mal schauen, wie viel sie zu sagen hat. Wahrscheinlich so viel wie Noir. Aber mal schauen. I stayed up waggling a motion controller at the TV and didn't get enough sleep. I'm so tired. Ein Motion Controller. Hm. Boah,
Das Ding ist ziemlich verstaubt. Hab schon lange nicht mehr verwendet. meinst du vielleicht das da? Ja. Super. Okay. Untergurtfahrt. Natürlich. Dinge sind niemals simpel. Simpel. Wäre zu schön, um wahr zu sein, ne? Okay, das sieht nach einem Szenario-Dungeon aus. Yep. Pathway to Entremet. Szenario. Mal sehen, ob es dort irgendwelche versteckten Monster gibt, die sonst woanders nicht gibt. So, this is it? I sense the aura of monsters. How would you really use these tunnels if it came down to it? Das ist eine gute Frage, ne? We've never had to use them. The monsters started migrating here to escape from the frigid weather outside. I see. That's only natural. Monsters are living beings with feelings too, after all. Okay, so wie es aussieht, gibt es nichts Neues bei dem Dungeon. Außer vielleicht Berserker-Bunny. Oder Berserker. Berserker-Hase. Oder Berserker-Kaninchen. Ich glaube, Bunny, ist es ein Kaninchen oder ein Hase? Ich glaube, ein Kaninchen. Ja. Auf jeden Fall nichts Neues. Let's move. Financier can't fight. So we have to take care of the monsters without her. Interessantes Layout. Ist auch neu. Erstmal die Truhe öffnen. Schön wegsnacken. This is pretty good. Ready to go treasure hunting? Ooh, that's pretty good. Jetzt wissen wir, von wo iDubbbz ja diese Zeile hat. Das sieht verdächtig aus. Obtained item. Ich würde sagen, Monster Call für den Fall der Fälle. Hier, Mr. Monster. Don't be shy. Back off. Don't waste your life. Oh, super. Bypass. Meine Autoschlüssel sind dort drüben. Da komme ich kurz mit meiner Dodge Viper und überfahre die. Dann heißt es Dodge Viper wins. Fatality. Nee. Cartality. Lohnt es sich dann noch HDD zu aktivieren? Ja, warum nicht? Warum nicht? Wird wahrscheinlich nicht reichen. Yep. Okay, dann hoffen wir einfach mal auf nichts allzu Schlimmes. Yep. Berserker-Kaninchen. Zwei Angriffe und hi. Mach wieder die Viecher. Am Laufband geschlachtet. Das war wirklich easy. Kann man sich nicht beschweren. Okay, Neppy, du weißt, was du machen musst. I'ma break it. So ist es. Braves Mädchen. Dafür kriegst du später eine Belohnung. Ready to go treasure hunting? Na, schaut mal diesen Bug an. Da, unten links. Da, wo normalerweise AF steht. Ja, und da ist es auch schon wieder weg. I wonder what kind of
items are here. Ach, immer diese kleinen Bugs. Ist Ding zum Glück nicht so Ding. Was nichts das Spiel kaputt macht, zum Glück. Das wär's noch gewesen. Is a mimic? 20. Psych. Hey, das ist nicht schlecht. 20 Gelatin. Ich habe das Gefühl, da werden noch mehr Kristalle sein, deswegen wählen wir lieber Neptun aus für den Fall der Fälle. Ich würde sagen, wir gehen noch nicht zum Ausgang, sondern schauen uns noch an, was hier bei dieser Abzweigung ist. Sag ich doch. Boom! Kabin! Und was haben wir hier? Oh, eine Truhe. Okay, was haben wir? What's this? Oh, Detoxin. Für den Kater danach. Werde ich aber niemals brauchen. Wieso? Ich trinke keinen Alkohol. Höchstens vielleicht ein Glas Champagner beim Neujahr oder bei Silvester. Aber das war's auch schon. Ich bin kein Säufer, nee. Und auch kein Raucher. Here, Mr. Monster. Don't be shy. Ja, jetzt wissen die wenigen Leute Bescheid, die das Let's Play anschauen. Und wenn ihr in dem Sinne genauso seid wie ich, wäre nice. So muss das. Das spart ja nicht nur Geld, sondern auch sehr viel Gesundheit, vor allem später. Wieso ich kein Combo-Link gemacht habe? Keine Ahnung. Ist aber besiegt. Ist aber wahrscheinlich nur 1300 XP, oder? Look forward to next time. Yep. Leider. I cry every time. Schon wieder? Schon wieder! Wahrscheinlich komme ich hier nochmals da, oder? In 3, 2, 1, 0. Das war klar. Back off. Don't waste your life. Oh, Yuki. Der Cousin von Gekyum. Genau. Ein bisschen schwach. Gotta aim for the head. Headshot. Hooray! War auch so schwer! Jetzt bin ich mal gespannt, was gleich noch kommen wird. Wahrscheinlich der kleine Cutscene, oder? Neptune's already given up. Or maybe she never meant to go back. Financier, I thought you took today off. Sorry, Dari. The correct answer is Neptune and her three awesome birdies. Ja, ich dachte schon, sie würde da etwas anderes sagen, aber da wird das Spiel wahrscheinlich FSK 18. Don't include me in this. I told you to not tell her I was here. Sie hat dich doch schon vorhin gesehen. Epic Fail. You brought them? Whatever. Ah, so einen Chef hätte ich auch gerne. Andererseits, nee. Wäre schlecht fürs Business. I'll hear you out, since you're here. Financier, go away. Take them too. Understood. Everyone, let's go before our lady verbally abuses us. Crushes our egos and takes away our wills to live. Welches Ego? Ich habe kein Ego. Beziehungsweise da rein, da raus. Ja. Und wie gesagt, habe ich auch schon. In welchem Part habe ich das gesagt? Auf jeden Fall. Wie ich schon damals gesagt habe, in diesem Let's Play, Blossom Chihuahua. Klein und
sehr temperamentvoll. Sie ist eine Fußbremse. Ja. Beziehungsweise eine Fußhupe. What? Financier! There's no way Nep can carry on an important conversation by herself. Nep, Nep, focus and do your best. I believe in your social skills. Ja. Soll ich euch was sagen? Neptunes Social Skills sind wie meine. Nicht vorhanden. Damn Chamberlain. Aha. Told those girls your identity? Careless idiot. Are you still angry? Sorry, but I really gotta ask about the key fragment again. You've developed tough skin since coming to the human world. Or should I say bat skin with lots of blubber? Also bitte, es ist jetzt nicht so schwer. Wie viel wiegt sie nochmal? 42 Kilo? Ich glaube, Blau ist nicht mal, wiegt nicht mal 40, soweit ich weiß. 39? Ich sag nur eins zu dir, Blau. Du bist ein Lauch. Du bist ein Leichtgewicht. Ein Windstoß und du fliegst dann 10 Meilen weg. Ja. Whatever. I've no intention to talk to you. I won't tell you a damn thing. Not even if I did know something, stupid brat. Was bist du? What are you here for? What happened to your freaking land? Stuff your stupid fat head into your ass and go home. Okay. Am liebsten würde ich da jetzt reinsteigen und ja, ihr mal ein bisschen Respekt beibringen. Leider geht das nicht. Wie schön wär's aber. Lady Whiteheart? You're not acting like you were a second ago. Did I step on a personality swap button trap? Nope, du siehst gerade vor dir die Wahrheit. Ja. You stepped all over me and my land. Looking for an item? Get the hell out of here. Oh no. Whoa! What's wrong with you? Why are you being a vulgar meanie? I just want to save Isti. What you got to lose by helping me? Aren't you Louise CPU? Uh-oh. Ich glaube, damit tut sie eigentlich sie noch mehr provozieren. Oh. How dare you bring that shit up with me? What's wrong with you, bitch? Lady Whiteheart? You're creeping me out. Heilige. Heilige Scheiße. Kasp. Ach, der Schande. Yep. Wie gesagt, ich kann's nur noch mal, ja, bekräftigen. Chihuahua-Syndrom. Huh? Lady Whiteheart? You called me by my full name. Aha. Yep, Lady Whiteheart. Do you want to be called something more fun? How about Whitey Poo? Oh nein. Call me that again and I'll kill you! I guess you're not someone who can pretend or lie. Ja, ist dir früh aufgefallen. Huh? Seriously, what's up with you? You were super mad and now you're acting all smirkalicious. Forget it. It's fine. You can leave now. Ah. How could I? I'm way confused here. I'm not gonna go until you tell me about monsters and the key fragment. Okay. Write your questions on a damn piece of paper and give it to the Chamberlain. I'll write back. Wozu denn, wenn du jetzt antworten kannst? Ah, Mann. Leider gibt sie keine WhatsApp, so wie es aussieht, sonst hätte sie auch schreiben können. Nicht mal Twitter gibt es dort. You sure? Now you sound really indifferent or something. Oh no, I think I'm growing more fond of you. You're exactly who I thought you were. Das kann man jetzt in verschiedene Weisen interpretieren. Okay, alles klar. Hm, interesting. Das war jetzt vielleicht ziemlich interessant. Aber ja, wir haben in dieser Folge sehr viel herausgefunden. IF gehört zur Gilde. Überraschung, würde ich nicht sagen. Sie hat es ja schon so immer wieder schon so ein bisschen angeteasert. Deswegen ja,
Ich würde sagen, im nächsten Part schauen wir uns mal an, was es so alles Neues gibt hier bei dem Explore-Tab. Und wie immer, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte ein Like da. Und falls ihr es einer der ersten herausfinden wollt, wann ich etwas Bombastisches uploade, dann abonniert doch den Kanal. Und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Und falls es euch interessiert, mein Instagram und Snapchat-Name steht unten in der Videobeschreibung. Also, das war's mit dem Video. Bis dahin, see you!